Seit ungefähr 100 Jahren versucht der Mensch, wie ein Vogel zu fliegen. Günter Leonhardt zeigt in seinem Luftfahrtmuseum die Entwicklung der Luftfahrt. Ich bin der Fliegerei sehr eng verbunden und dazu gehörte der Wunsch, ein Museum über die Luftfahrtgeschichte aufzubauen. Das ist hier entstanden als einziges deutsches Museum über die Luftfahrtgeschichte. 50 Jahre Sammlungstätigkeit haben zu diesem Erfolg geführt. Ein Erfolg, der auch durch ein besonderes schwieriges Projekt gekennzeichnet ist. Dass es die Bergung am Polarkreis war. Im Norden Norwegens haben wir 4 U-52 deutsche Transportflugzeuge mit einem kleinen Team von freiwilligen Helfern, Technikern und Organisatoren geborgen. Und das nördlich des Polarkreises. Charlotte Franke, Mitarbeiterin des Museums, erklärt uns das Projekt im Detail. Man hat in Nordnorwegen, in der Nähe von Narvik, im Hartvikvann, einem See, 4 Flugzeuge geborgen, die während des Zweiten Weltkriegs Streitkräfte in Nordnorwegen versorgt haben. Gebirgsjäger 1940 nach Narvik geschickt wurden, weil in Narvik Erztransporte aus Schweden ankamen, die da verschifft wurden. Und sowohl die Deutschen als auch die Engländer waren an diesen Rohstoffen interessiert. Und die Engländer hatten von diesem Schiffstransport erfahren und haben aus diesem Verband den Versorger, auf dem alles schwere Gerät, Munition und so weiter waren, versenkt. Also standen die Gebirgsjäger in Narvik nur mit ihren Handwaffen und dem, was sie so an Handgepäck dabei hatten, mussten also schleunigst versorgt werden. Und das hat man mit 12 U-52 gemacht. Von Heißluftballons bis zu Flugzeugen der Luftwaffe der 60er Jahre. Alles ist hier nicht nur zu sehen, sondern hautnah zu erleben.